Als erstes müssen die Proben rundum mit einem Gummi beklebt werden. Dazu nimmt man einen Kontaktkleber. Dann misst man die benötigte Länge des Gummis ab. Es sollte hier also leicht überlappen. Schneidet sich den Gummi zurecht. Wichtig ist, dass an der Überlappungsstelle der Gummi gereinigt wird. Dazu kann man ganz normales Lösemittel benutzen und auch die Klebefläche sollte sauber sein. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man den Gummi auch noch zusätzlich anschleifen und auch die Stelle, wo er später überlappt, sollte geschliffen sein. Dann wird die Probe mit Kleber bestrichen an den Seitenflächen. Dabei ist darauf zu achten, dass man nicht auf die Prüffläche streicht. Das Ganze sollte dann ausreichend ablüften. Man kann eine Probe machen, indem man mit dem Finger drauf langt, dann sollte der also nur noch ganz leicht klebrig sein. Wenn der Kleber lang genug abgelüftet hat, dann können wir anfangen, ihn zu bekleben. Wichtig ist, dass man sauber auch um die Ecken rumklebt. Es geht dann besser, wenn man den Gummi leicht spannt dazu. So, und jetzt brauchen wir noch die untere Fläche, das schneiden wir uns entsprechend aus. Markieren wir das erst. Wir brauchen noch eine Isolierung drumherum, die sollte 2 cm stark sein. Im einfachsten Fall ist Styropor. Dann schauen wir erstmal, wie lang die Probe ist. In dem Fall brauchen wir also 20,5 cm. Wir benutzen in dem Fall eine Styroporschneidmaschine, aber man kann natürlich genauso gut mit einem scharfen Messer schneiden. So, und verkleben tun wir das Ganze im einfachsten Fall mit Silikon, weil Silikon braucht man nachher sowieso noch. Und wir können das Ganze am einfachsten mal mit Klebestreifen fixieren. Unterseite der Probe, da kommt auch wieder eine Styroporschicht drauf. Wir brauchen also 145 mal 240 ungefähr.
damit hätten wir die Isolierung von außen und damit das Wasser, was dann später auf die Prüffläche kommt, nicht nach unten weglaufen kann, kommt noch ganz wenig Silikon in die Ecken. Da sollte man aufpassen, dass nicht zu viel auf die Prüffläche kommt. So, und damit ist die Probe fertig eingehaust.